Herzlich willkommen auf dem Caravan Salon 2023. Ja, wir sind auf dem Stand von Campbox. Box. Genau. Box. Es wird genauso gesprochen, wie man denkt. Genauso, ne? Wie man es denkt, ja. Ja, und wir wurden hier weggefangen, aber wirklich weggefangen, und er hat uns überzeugt. Freut mich. Ja, da schaut euch einfach mal an, was er euch zu bieten hat, ne? Genau, ich präsentiere jetzt einmal die erste Campbox, die was man wirklich jeden Transporter, wie einen Fiat Ducato zum Beispiel, in einen vollwertigen Camper umwandelt. Wir haben das Problem gehabt, beziehungsweise gemerkt, dass viele Selbstausbauer am Anfang einmal ein bisschen überfordert sind mit der ganzen Situation. Sie wollen, ja, haben einen Transporter vielleicht zu Hause stehen und den will man halt zum Campen verwenden, weil, genau, ja, viele Camper da nicht. Da muss ich einhaken, also wir reden hier auch über einen Fiat Ducato, da kann man das Ding genauso einbauen. In meiner Campingbox, die, ja, was natürlich vollwertig sein muss. Wir haben einmal ein Volumen prinzipiell zur Verfügung in jedem Transporter. Genau. Das sind zwischen die Radkästen, passt meistens eine Palette rein. Das heißt 120 cm. Wir haben bei unserer Campingbox 119 cm in der Breite, damit wir links und rechts ein bisschen Platz haben. Passt auf jeden Fall. In der Höhe, ja, ich will auf meiner Campingbox sitzen können, nehmen wir 50 cm. Ja. Das ist so quasi die Höhe. Tiefe haben wir 2 Meter, damit die Zehen nicht beim Bett hervorstehen. Haben wir 3 Maße und das ist das Volumen, was wir zur Verfügung gehabt haben, beziehungsweise was in jedem Transporter zur Verfügung steht. Genau. Jetzt müssen wir da alles integrieren, was man brauchen kann. Das heißt, wir ziehen links an. Da habe ich die ganze Küche. In meiner Küche habe ich ein Waschbecken, 3 Meter Duschschlauch, einen Primus Gaskocher, einen Kompressorkühlschrank bis minus 20 Grad. Zu meiner Rechten 3x Euroboxen verbaut, in dem Fall mit Deckeln, und Boxio ist unser Partner. Da haben wir natürlich auch eine Trockentrenntoilette mit, ja, weil die haben genau dieselben Boxen, nämlich von Aua, die was wir da auch verwenden. In der Mitte, man fragt sich jetzt vielleicht, von wo das Wasser herkommt. In der Mitte, ja, haben wir dann den Technikbereich verbaut. Das heißt, 2x 12 Liter Wassertank. Okay. Das Ganze mit einer Schnellkupplung einfach hier verbunden. Und danach zieht man meine Wasserpumpe das Wasser direkt hier raus und führt. Also wenn einer leer ist, gehe ich dann wieder los. Genau, entweder wechseln, genau, und danach, warum, genau, 2? Ergonomisch. Kannst du schon wieder losgehen, genau. Und kann man gleich wieder losgehen. Praktisch. Schatz, gehen wir los, holen wir wieder Wasser. Man sieht hier, ich stehe schon mitten in meiner U-Küche, ich kann da schön arbeiten, bin netterweise hier noch überdacht. Bei Flügeltieren verwende ich einfach ein Heckzelt. Als Arbeitsfläche nehme ich mir netterweise das da her, okay, und einen riesengroßen Tisch und habe jetzt da Arbeitsfläche, wo ich schön drauf arbeiten kann. Das heißt, ich kann da einmal mein Brett hernehmen, ja, ich habe da meine Vor- und Nachbereitung, kann hier schön kochen, habe meinen Kühlschrank da, wo ich ihn brauche, ja, und kann alles herrichten für mein romantisches Dinner. Das, okay, heißt, ich bereite alles zu, ja, kenne meine Willen natürlich noch, da kommt das noch her, nebenbei auf die Toilette gehen, das heißt Schwerlastanzüge, sowas muss natürlich funktionieren, wenn da die, ja, Trockentrenntoilette steht, wird das funktionieren. Wir brauchen unsere Küche nicht mehr. Ja. Ich packe alles rein. Was wollen wir essen? Heute gibt es Lasagne. Haben wir zwar keinen Backofen dazu, aber ist ja wurscht. Ich habe so einen Hunger drauf. So, zieh da an und genau da, wo ich gerade mein Essen zubereitet habe, habe ich meinen Tisch und nehme einfach Sitzbänke her. Ja. Weil genau da will ich jetzt mein Essen auch verzehren. Du nimmst gleich Platz gegenüber, ja, von mir und wir testen das einmal. Es gibt ein paar andere YouTube-Videos auch schon. Also wir versprechen 200 Kilogramm, aushalten tut es noch mehr. Okay. Das heißt, wir haben jetzt eine Campingbox, die können wir in jeden Transporter reinstellen. Wir haben die Küche dazu, wir haben Stauraum, wir haben einen Tisch, wir haben die Sitzgelegenheit, wir haben den Technikbereich. Wir haben netterweise jetzt noch, wenn wir das Dinner weiter fortsetzen, können wir sie dann da noch hochsetzen und dann schönen, bei einem schönen Sonnenuntergang das Ganze auch genießen. Ja. Und die Beine vielleicht sogar hochlegen. Wir gehen einmal im Innenraum jetzt rein. Wir haben einmal hier die Sitzposition. Das, ja, heißt, bei einem Ducato zum Beispiel wäre das jetzt Ganze noch auf. Also noch höher noch und hätte noch mehr, noch mehr Platz. Ja. Und im vorderen Bereich noch ein Vorteil, kann er nur zusätzlich Sachen reinstellen. Gerade bei Fahrrädern, also, oder Bikes, genau, oder sowas. Hier könnt ihr eure Bikes reinstellen. Natürlich im Ducato. Da ist mehr Platz und da gibt es natürlich viele Befestigungssysteme. Aber ihr könnt eure Bikes hier positionieren. Wenn ihr ankommt, dann stellt ihr die raus und könnt jetzt sitzen und schlafen. Richtig, genau. Erstens einmal links und rechts hat der natürlich einen Platz. Das heißt, die Bohrungen bei der Campbox sind sowieso immer vorhanden. Die kann ich einfach hier montieren, hier oder auch hinten auf diesen beiden Ecken. Ja. Wenn es gemütlicher werden soll, gibt es natürlich zwei Positionen. Die Lounge-Funktion, damit ich das Ganze einmal genießen kann und ein bisschen entspannter die ganze Sache angehen. Auf- und Zubauen ist so, ich drücke einfach dagegen, ja, und dann fährt er hoch, auf, ja, und danach ziehe ich an.
Bett aufbauen muss ganz schnell funktionieren. Das machen wir einfach so und danach ist es da. Sehr schön. Das heißt, so klappt es zusammen und so holen wir mein Bett her. Damit es gemütlich wird, mache ich dann auch Kopfstützen, integriere das Ganze und danach bin ich da schon in meiner Kuschelecke herinnen. Hier links und rechts sieht man jetzt Erweiterungen von der Campbox. Das heißt, hier haben wir knapp 120 cm. Der Schaumstoff ist auf 120 geschnitten. Die Campbox selbst halt 119. Links und rechts gibt es dann die Seitenerweiterung. Somit kann es in jeden Transporter einfach reinstellen. Das heißt, in dem Fall Ducato wäre das noch größer. Hier haben wir gute 160 cm in der Breite. Ich brauche natürlich einen Stauraum auch im Innenbereich. Erst einmal das, links und rechts natürlich Taschen hinter den Schwerlastauszügen. Und in der Mitte haben wir auch wieder 3x Euroboxen verbaut mit dem selben System. Das heißt, ich kann immer switchen und welche Euroboxen ich wo brauche, gebe ich dorthin, wo ich es haben will. Zur Befestigung ist so, ich tue das einfach links und rechts einmal an, kann ich auch nach hinten dazu anzuhören und Anti-Rutschmatten dazugeben. Das Ganze ist jetzt mein Ladegut. Ich stecke es am Zigarettenanzünder an oder an einer zusätzlichen Powerbank, die was ich mitführe. Und ja, fährt weiter als Transporter. Genau. Mhm. Mit einem ziemlich cleveren Ladegut. Genau. Netter Nebeneffekt ist nur, was wir mal angesprochen haben. Die Polizei behauptet ja, ich tue campen, sobald ich den Boden berühre und da meine Campingsessel reinstelle. Ja. Wenn ich jetzt aber da sitze und meine Füße aufhebe, sind wir rechtlich in einer ziemlichen Grauzone. Ja, das stimmt wirklich. Wenn die Polizei jetzt zu mir sagt, ich tue campen, kann ich schon eigentlich jetzt behaupten, ich sitze im Fahrzeug. Genau. Cool. Da muss man erstmal drauf kommen. Nicht schlecht. Du hast ja das Modell nochmal. Hier, kann man sich das nochmal anschauen. Genau, zu unserer Rechten haben wir es im ausgebauten Zustand. Das ist genau dasselbe wie hier jetzt im eingebauten Zustand. Don't Touch steht überall, die Box ist leider schon verkauft. Der Kunde wollte es, dass das keiner mehr berührt, deswegen steht das da oben. Genau, aber hier seht ihr, das wird an den normalen Verzurösen verzurrt. Genau. Das könnt ihr hier, egal wo, zack, verzurren. Halt total genial. Und hier seht ihr den Tisch nochmal. Und den kann man überall fixieren bei euch. Genau, einfach aufmachen. Ja. Und danach kann ich das so variieren, wie ich es halt haben will natürlich. Sehr schön. Reingestellt, Plug and Play, angesteckt und die erste Lösung, einmal, was wirklich eine vollwertige Campingbox darstellt, was auch einem Namen einmal gerecht wird. So. Campingbox haben wir zwar nicht ganz geschafft, aber KS, so spricht man es in Österreich aus, sage ich jetzt einmal. Jetzt mal Butter bei der Fische, was kostet das Teil? So wie wir da jetzt das Ganze haben, haben wir bei 6.980 plus einen Innentisch haben wir verbaut. Wir haben da auch die Preislisten kalkulatorisch schon mal zusammengehängt. Ja. Das heißt, Campbox selbst sind wir bei 6.980 Euro. Da ist voll ausgestattet, das heißt, da ist der Primus drauf, der Kühlschrank drauf, Wassersystem und die Euroboxen stehen als graue Boxen oben. Das heißt, Zusatzoption ist hier in dem Fall noch die Trockentrenntoilette. Ja. Zwei Deckeln haben wir da noch drauf gegeben und Boxio Plus und Innentisch. Das heißt, gesamt sind wir jetzt 6.980, sind wir bei 7.746. Bei der Konfiguration, wie es hier jetzt ist mit dem Innentisch, Trockentrenntoilette, zwei Deckeln dazu und alles fix fertig. Das ist jetzt, ich fasse mal lieber hier an. Genau. Beginnen tut es aber schon bei 5.580 Euro. Das wäre die Campbox Lite. So, das bedeutet, genau, rechts einmal drücken und danach zieht er schon alles hervor. Die Campbox Lite bei den 5.580 ist das, genau, nebenbei noch ein Duschschlag aufgehängt. Wenn ich auf der rechten Seite die 3 Euro Boxen, was hier verbaut sind, kann ich auch hier haben, wenn ich will. Das wäre dann die Campbox Lite Version. Das heißt, da fehlt die Küche und mit dem neuen Boxio Wash System, das was man einfach in einer Eurobox so ein Wassersystem mit hat, wo es erstaunlich lange läuft, was man wirklich nicht glaubt. Cool. Wie lange es läuft? Und Stoppuhr und Start. Auf voller Stärke. Man vermutet jetzt immer länger, so länger, noch ein paar Sekunden, denkt man, das muss doch auch länger machen, gell? Hammer. Will nicht. Na, schafft er die 20 Sekunden? Was? Ja, das glaube ich schon. Noch mehr. Und jetzt haben wir einen Strahl, muss man nur dazu sagen, auf voller Stärke aufgedreht, wenn ich den in dieser Stärke könnte man regulieren, wird, ne? Dann 30 Sekunden sind wir schon. Hammer. Hammer. Ich bin echt begeistert. Fast eine Minute, ne?
Also jetzt kannst du immer noch Hände waschen. Ja, das geht schon. Ja, das funktioniert noch. Ja, das schafft fast eine Minute. Sehr sparsam das Ganze. Also der Hahn ist echt eigenartig. Das schafft eine Minute. Also. Wir haben eine Minute. Ja, machen wir. Eine Minute ist der Marketing-Slogan, was man genau machen darf. Perfekt. Erstens einmal kriegt man noch 10% Rabatt mit Code BOX10. Ja. Und kann natürlich dann das Wassersystem einfach hier hergeben. Könnte mit der Campbox Lite, wenn man sie die konfiguriert, habe ich hier 3 € Boxen. Die lasse ich hier gleich. Trockentrenntoilette kann ich wieder mitnehmen. Einmal das Boxio Wash System. Kühlschrank gebe ich rein, weil ich sage, der von der Pro-Version ist mir vielleicht sowieso zu klein. Und danach nehme ich meinen zweiflammigen Kocher auch noch extra mit, den stelle ich mir dann einfach hierher. Ja. Danach hätte ich mit der Lite-Version so ziemlich fast das Service-Setup wie mit der Pro-Version, weil ich dann noch vielleicht die Dusche dazu nehme. Mhm. Habe ich auch alles mit an Bord. Und in der Mitte von der Lite-Version ist dann die Wassersystem so aufgebaut, dass ich einfach die Kanister hier herinnen stehen habe und das Ganze so verwenden kann. Oder in dem Fall Boxio Wash wieder auffüllen kann. Mhm. Das ist unsere Campingbox. Produziert in Österreich vom Lothar und von mir. 2 Personen machen das Ganze. Die machen dasselbe. Und ja, schauen wir, wie lange noch. Gell? Es sind ziemlich viele Bestellungen jetzt ein bisschen aufgekommen. Aber ich finde das erstaunlich. Er verkauft seine Produkte, die er selber gebaut hat hier. Finde ich unbedingt. Ja. Und sehr schön. Ja. Hat mich gefreut. Danke sehr vielmals für die Zeit. Ja, ich danke auch. Also bis bald. Ciao. Bis bald.